Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Gratwald. Es ist verregnet. Es passt irgendwie zu diesen wunderschönen Bäumen hier. Und ehrlich gesagt, ich wünschte mir, es wäre auch ein bisschen so draußen. Also im Moment geht's noch, aber wir sollen morgen 34 Grad bekommen. Oder 32, je nachdem, was die Anzeige sagt. Deswegen mal schauen. Wem gerade meine Stimme etwas auffällt, stört euch bitte nicht daran. Ich bin immer noch erkältet und es wird irgendwie nicht besser aktuell. Wir befinden uns hier oben in der Nähe von Lailoria und machen jetzt die Quest Die Augen von Azura. Und da hinten ist schon die ganze Zeit irgendetwas. Ach, das soll uns dahin führen, oder was? Irgendetwas ist hier nämlich die ganze Zeit am Fliegen. Ja, du würdest mich jetzt sowieso angreifen, das weiß ich, das ist dann nicht so ganz schön. Tretet näher, Sterbliche. Sonst noch hier jemand? Hallo Azura oder Azura Statue. Sterbliche, ihr steht über den versiegelten Ruinen von Lailoria. Darin befindet sich ein Durchgang nach Kalthafen, wo meine Priesterin Kulanwe unter Molag Bal leidet. Ihr Schmerz ist so groß. Er hat ein Loch zwischen die Welten gerissen. Diese Ungerechtigkeit muss enden. Was seid ihr? Ich bin die dädrische Fürstin der Dämmerungen, die das Leid von Kulanwe beweint. Ich bin die Mutter der Rose, die Lailoria aus eurer Welt aussperrte. Ich bin Azura, Sterbliche, und ich will, dass ihr das endlose Leid von Kulanwe beendet. Und ich frage mich immer wieder, warum diese Fragen, weil wir haben ja in Sturmhafen schon mit ihr zu tun gehabt, unter anderem. Wie kann ich das tun? Vor langer Zeit kam die Zaubermeisterin Vastari nach Lailoria. Sie trachtete danach, das Leid von Kulanwe zu beenden. Doch Vastari scheiterte und alles war verloren. Geht zum Turm von Vastari. Folgt ihrem Pfad nach Lailoria hinein. Und noch etwas, Sterbliche. Bettet die Gebeine von Kulanwe zur Ruhe. Das werde ich. Vastari hat genaue Aufzeichnungen darüber gemacht, das Siegel von Lailoria zu brechen. Sie sind in ihrem Turm verteilt. Findet sie. Verwendet sie dann, um das Siegel zu brechen und Kulanwe zu retten. Was könnt ihr mir über Vastari erzählen? Eine mächtige Zaubermeisterin, die den Turm hinter euch errichtete. Sie untersuchte Lailoria jahrelang geduldig, bis sie schließlich einen Weg hineinfand. Doch trotz all ihrer Vorbereitungen übermannten Molag Bals Schergen ihre Gefährten. Sie war für immer verloren. Wenn ihr Lailoria versiegelt habt, warum öffnet ihr es dann nicht für sie? Lailoria ist wie der Hals einer Flasche, die auf einem Meer namens Kalthafen treibt. Mein Siegel ist der Korken. Sollte ich das Siegel freigeben, strömen Molag Bals Schergen nach Lailoria hinein, bis sie nirgendwo mehr hin können als hierher. Vastari hat einen Weg gefunden, an diesem Siegel vorbeizuschlüpfen, so wie es euch gelingen muss. Ja, ein kleiner Tipp wäre hilfreich. Wer war Kulanwe? Kulanwe war die Dienerin, die ich am meisten liebte. Ihre Stimme beugte die Welt nach ihrem Willen, doch sie setzte ihre Kraft für ein selbstloses Wirken ein, bis sie nach Kalthafen geholt wurde. Molag Bal ließ ihr Lied des Leidens jahrtausende lang währen. Doch solange er abgelenkt ist, werdet ihr sie retten. Das machen wir, aber eine Frage muss ich kurz stellen, weil es tut mir leid, ich muss da die ganze Zeit hingucken.
Warum ist eigentlich die Statue von Azura, die ich mir ja immer so als wunderschön vorstelle, warum sieht die immer so aus, als ob die die Nase rümpft, als ob sie irgendeinen Gestank gerochen hat? Ich finde das schlimm. Ich dachte, das ist so eine wunderschöne Frau, also Göttin. Ja, und die wird halt immer so dargestellt halt. Hallo, guten Tag, ich bin hier, um zu helfen. Tagebuch von Kulanve. Das lesen wir uns. Lesen wir uns das durch oder lesen wir uns das nicht durch? Es passt ja jetzt gerade zur Quest, ne? Es scheint treffend, dass die Dienerin der Königin von Morgen- und Abenddämmerung versucht, für Frieden zwischen den Nedian und den Aleiden zu sorgen. Ihr Reich liegt zwischen den Welten, zwischen den Orten und zwischen den Realitäten. Wenn ich zwei Völkern, die einander so hassen, dabei helfen kann, Frieden miteinander zu finden, dann habe ich in meiner Zeit in diesem sterblichen Reich zumindest etwas erreicht. Ich spüre, dass Azura mich leitet und dass ihre Kraft durch mich fließt. Aber jetzt ist es ihre Weisheit, die ich brauche. 23. Sonnenhöhe. Sagte ich, dass ich Azuras Weisheit brauche? Nein, ich brauche ihre Geduld. Nur ein Unsterblicher könnte sich mit diesen Leuten abgeben. Da sind zum einen die Nedia. Ja, sie haben viele Jahre unterjocht und gefoltert, von den Aleiden verbracht. Aber keiner von denen, die heute am Leben sind, erinnern sich aus erster Hand an dieses Leid. Die Wiedergutmachung, die sie verschlangen, sprengt ihre Vorstellungskraft und schwillt weiter an. Ebenso wie der Stolz der Aleiden. Ich spüre, dass sie kurz davor stehen, die Verhandlungen abzubrechen, und dann tritt offener Krieg an die Stelle des momentan brüchigen Friedens. O Azura, verhindere, dass ich mit ihnen spreche. Die Macht meiner Stimme vermag ihre Realität zu ändern, aber das wäre nur ein Verband auf einer entzündenden Wunde. Nichts als die Wahrheit kann die Wut mildern, die zwischen diesen Völkern herrscht. 27. Sonnenhöhe. Das Schlimmste ist eingetreten. Einer der Aleiden ist tot. Ein Bote, der bei der Ausübung seiner Pflichten ermordet wurde. Die Aleiden verdächtigen die Nedia und diese streiten es nicht ab. Stattdessen nehmen sie Anstoß, als könne der Tod eines Boten nicht mit ihrem langen Leid verglichen werden. Das wird nicht gut enden. Meine Stimme könnte die einzige Möglichkeit sein. 29. Sonnenhöhe. Ich bin verblüfft. Ich habe meine Stimme eingesetzt, aber der Realität nur einen kleinen Anstoß gegeben, um einen Konflikt zu verhindern. Das wahre Wunder kam von einer Nedierin und einem Aleiden. Beide waren unbeteiligt an den Verhandlungen und haben sich mit der Aufklärung des Mordes an den Boten beschäftigt. Und sie fanden heraus, dass der Täter weder ein Nedier noch Aleide war. Ein Diener von Molag Bal war verantwortlich. Er wollte die Verhandlungen sabotieren. Wie auch sonst. Die beiden Helden haben geschafft, woran ich gescheitert bin. Sie haben Nedia und Aleiden gegen einen gemeinsamen Gegner vereint. Ich gehe davon aus, dass die Feindseligkeiten zwischen diesen beiden Völkern nun beigelegt sind. Entschuldigung, aber ich habe gerade Herbstsalat gelesen. Es ist, als wenn das Gehirn was liest und automatisch das Wort vervollständigt. Zweite Herbstsaat. Mit der Vermählung der beiden Helden wurde die Kluft geschlossen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Molag Bal sich das tatenlos ansehen wird. Ich werde eine Antwort suchen, eine Möglichkeit, diese beiden Völker im Namen Azuras zu beschützen. Solange ich lebe, wird der Ernter der Seelen das, was wir heute erschaffen haben, nicht anrühren. Gib mir Kraft, Azura. Solange meine Stimme die Welt verändert, solange ich in ihr lebe. Ja. Eintrag 4. Erei ist recht freundlich, wenn auch rätselhaft. Es hat Stunden gedauert, bis sie eine Sprache aussah, alt-aleidisch und dem einfachsten Dedrich verstanden hat. Als sie dann endlich sprach, tat sie dies mit Eloquenz und einer überraschenden, heiteren Neugier. Schenkt man Erei Glauben, hat sie einst Kulanve gedient. Sie behauptet, das Siegel, das auf... Wie hat sie das ausgesprochen? Lelorei? Eigentlich ist er... Egal. Ruth von Azura selbst platziert wurde.
Obschon ich nur ungern einen Dedra glaube, sind Zwielichtschwingen wie Irai bekannt dafür, in den Diensten von Azurai zu stehen. Davon abgesehen ist der Schrein von Lareloria, ich sag's jetzt so, Beweis genug dafür, wie wichtig dieser Ort für die dedrische Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung ist. Könnte es sein, dass ich nach Jahren der Suche endlich davor stehe, das schreckliche Schicksal von Kulanve umzukehren? Sie hat das so komisch ausgesprochen, das weiß ich noch. Ich meine, sie hat Lay gesagt, aber... Tafel aus Loriaseel. Erster Eintrag. Fortschritt. Die Tafel war die Reise nach Loriaseel wert. Wie viele ihrer Relikte haben die Aleiden auch die Geheimnisse der Tafel mit Illusionszaubern und zerstörerischen Fallen geschützt, sodass selbst der kleinste Weissagungszauber tödliche Gefahren mit sich bringt. Natürlich ist das für kein sonderlich großes Problem für mich. Die tatsächliche Inschrift liest sich wie folgt. Kann das mal einer übersetzen? Epivoi an Anja Dena af Iraie. Pado an Sunant, Kan an Kanomora, Rakuvarima, Artane va se af Iraie, Malatu je Nemala Tuis, Schauta ri rel Asva reles. Oder so. Aber es war ein Versuch wert. Oh, ich bin jetzt gerade erschrocken. Okay, hier ist ein Spiegel. Der scheint irgendwie versiegelt zu sein oder so. Die Statue habe ich auch. Da war doch... Achso, das ist oben. Schauen wir hier unten noch, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir einsammeln können. Aber sieht nicht so aus. Also außer Kleinigkeiten. Oh, hier haben sie die Wand zugemacht. Okay. Das Haus gibt es ja zu kaufen. Das sieht ja eigentlich ein bisschen anders aus. Eintrag 2. Meine Übersetzung der Tafel aus Loriaseel ist beklagenswert unelegant, aber meiner Meinung nach steht Folgendes drauf. Ja toll, hätten sie das nicht vorher sagen können? Sagt das Lebensbündnis von Irai vor dem gesegneten Stein auf. Ruft den dedrischen Herold, der herabgestoßen wurde. Nehmt den Schatten von Irai an. Wahrheit und Unwahrheit erscheinen als Wasser inmitten vieler Wasser. Das Wort Irai kommt zweimal in der Inschrift vor. Ich finde in meinen Büchern über die aleidische Sprache keinerlei Hinweise auf dieses Wort. Es scheint der Name zu sein, aber der Name wovon? Hier ist noch eine Tafel. Die spinnenartige Schrift auf der Tafel scheint zu flimmern, wenn ihr sie nicht direkt anschaut. Ich glaube, ich sollte wohl Irai sagen. Okay. Die Tafel pulsiert vor Macht. Oh, Hallöchen. Schon wieder hier. Ich meine, ja, Sterbliche. Seid gegrüßt, Außenseiterin. Da der Wille meiner Fürstin ewig ist, folge ich eurem Ruf. Wer ist eure Fürstin? Azura. Ihr kennt Azura, oder? Sie nannte mich Irai, die Flinke. Aber das ist lange her. Dieses verschrumpelte Gefäß ist nur ein Schatten meiner früheren Pracht. Meine Flügel verzehren sich danach, wieder über die Himmel im Reich des Vergessens zu gleiten. Ich suche noch einen Weg nach Lailoria. Vastari hat das Siegel mit einem Relikt durchdrungen, das dämmernde Herz genannt wird. Es steht noch vor den Toren von Leloria, doch es ist all seiner magischen Energien beraubt. Ihr werdet ihm Seelen füttern müssen. Und mit all diesen Dädra in der Nähe habt ihr die freie Auswahl. Wie soll ich das anstellen? Die Zaubermeisterin Vastari hatte immer einen reichlichen Vorrat an Siegelgeoden. Die sollten wohl genügen. Es sind noch welche da. Ich kann sie von hier aus riechen. Erinnert ihr euch an Vastari? Natürlich. Sie war es, die mich zuletzt rief. Gemeinsam haben wir die Ruinen von Leloria betreten. Sie ging mit ihren edlen Gefährten hinein. Ich habe sie in einer wahren Flut von Dädra sterben sehen. Ich konnte nur noch fliehen und die Ruine versiegeln. So lautete der letzte Befehl von Vastari. Warum helft ihr mir? Lassen wir die Tatsache außen vor, dass der unerschütterliche Wille meiner Fürstin mich dazu zwingt, den Weg nach Leloria zu öffnen, obwohl unaussprechliches Grauen euch auf der anderen Seite erwartet? Ja.
Soweit ich weiß, könntet ihr Molag Bal selbst sein. Herr der Gewalt oder nicht, ich würde euch dennoch helfen, die Tür zu öffnen. Ihr seid es aber nicht, oder? Und dann können wir lügen, ich bin es. Und ich bin von euch sehr enttäuscht, Irai. Natürlich nicht. Gut, gut. Ich hatte mir den Ernter der Seelen eigentlich immer etwas größer vorgestellt. Hallo? So klein bin ich auch nicht. Warum würdet ihr Molag Bal helfen? Versucht doch mal in einem Fels darauf zu warten, dass jemand euren Namen ruft. Und danach seht ihr zu, wie dieser jemand zu einem Schmierfleck aus Eingeweiden verarbeitet wird, sobald ihr getan habt, worum er euch gebeten hat. Man sollte in allem Freude finden, wo man nur kann. Die Freude, einander zu helfen, meine ich natürlich. Erinnert ihr euch an Vastarium? Natürlich. Das sie haben wir doch gerade gehabt. Lassen wir die ja. Soweit ich weiß, könnte. Gut. Also wir kommen wieder von vorne. Wir kommen wieder von vorne. Tolles Deutsch heute. So. Hier, Reliquia. Es ist ganz einfach. Richtet sie auf den Daedra, den ihr absorbieren wollt, und die Siegelgeode erledigt den Rest. Hast du das verstanden, Funke? Ich muss mich darum kümmern, dass die irgendwie absorbiert werden oder so. Also nicht mitkämpfen. Ich schätze mal, den ersten müssen wir... Ja, es sei denn, es ist ein Clan-Bahn. Wenn sie da noch einmal draufhaut, ist das nicht so schlimm. Sie darf ihn halt nur nicht kaputt machen. Ja, es ist immer ein bisschen kompliziert, wenn Funke dabei ist. Die anderen, die helfen nicht so mit, aber Funke ist da schon... Komm her. Komm. Komm. Ja, genau. Nein. Du nicht. Kann ich immer noch nicht? Leute. Ja, toll. Jetzt kann ich den durchsuchen, oder was? Hä? Oder muss ich das gerade... Moment. Ladung niedrig? Nee, doch. Jetzt kann ich die... Ah, okay. Okay, okay. Hat irgendwas damit zu tun, keine Ahnung, dass ich das erst so spät machen konnte. Warum auch immer. Ah, die Unheilsbrut, die ist direkt weg. Nein! Och, ich hab... Ich wollte doch eh drücken. Das war die falsche Taste. Ja. Wir absorbieren, bis alles weg ist. Okay. Machen wir so. So, komm. Hat er das jetzt angenommen oder nicht? Och man, Funke, du bist echt nervig. Abgeschlossen. Ladung hoch. So, jetzt darf Funke auch wieder mit. Es ist total nervig, wenn die einen immer alles hier wegnimmt. Und dann ist man eigentlich schon dabei. Also am Absorbieren und trotzdem schießt sie dann noch da drauf. Ja, das ist es. Das dämmernde Herz dürstet nach Seelen. Und mit einer kleinen Drehung. Einfach so. Die Macht! Ich hatte vergessen, wie sie sich anfühlt! Ich habe eine ganze Armee aufgestellt. Mach schon. Kommt und erblickt das prächtige Reich meiner Fürstin! So, hier müssen wir durch. Hat die jetzt alle platt gemacht, oder? Ja, Irai, trotz eurer Bemühungen. Die Kinder meines Fürsten waren zahlreich. Sie hätten euch überwältigen müssen. Molag Bals Leibeigene sind mir gleichgültig. Blasphemie! Fremd.
Bande? Wenn ihr ein Gegner Molag Bals seid, steht mir bei. Narren! Ich werde mich an euren Augen laben! Doch. Ihr werdet mich nicht noch einmal besiegen! Ihr könnt nirgendwohin flüchten, Unhold. Ihr könnt mir nicht entkommen. Wo ist denn jetzt hin? Die Siegelgeode, habt ihr sie noch? Ja, warum? Wenn man Irai mit der Siegelgeode an der Stirn berührt, wird ihre Seele dort hineingesogen. Es ist der einzige Weg, wie wir diesen Ort jemals verlassen werden. Woran liegt das? Falls sie außerhalb dieses Steins stirbt, haben wir das nächste Jahrhundert Zeit, alle Platten hier zu zählen. Ich habe mir 32.708 notiert. Aber ihr dürft gerne noch einmal nachzählen. Das erklärt nicht, warum ich Irai einsperren sollte. In den Tiefen dieser Ruine gibt es ein Portal, das direkt nach Kalthafen führt. Wir können es nur von der anderen Seite aus schließen. Sobald wir in Kalthafen sind, können wir niemals mehr entkommen, wenn Irai nicht in diesem Stein eingesperrt ist. Schnell! Ich halte das nicht lange durch! Nun gut. Es spielt keine Rolle, was ihr mir antut. Ihr werdet tot oder für 1000 Jahre gefangen sein. Warum würdet ihr eure Fürstin verraten? Molag Bal ist mein einziger Fürstnerin. Ich ließ Vastari in dem Glauben, ich sei eine Dienerin Azuras. Genau wie ich euch in diesem Glauben ließ. Ich habe euch in die Fänge von Kalthafen geführt. Als kleines Häppchen für den Gott der Intrigen, dass er sich aus den Zähnen pulen kann. Als ich gegen Molag Bal kämpfte, haben ein paar dieser Zähne schwer gelitten. Das stimmt. Kann ich erst noch reden und sie dann einsperren? Aber sie hat nicht so die Zeit, oder? Komm, ich sperre die mal ein. Ich habe ja eigentlich endlich genug gehört. Nach all den Jahren. Ich bin niemand, der eine Kreatur gerne leiden sieht, aber bei Irai mache ich eine Ausnahme. Wenn es nach mir geht, kann sie die Ewigkeit in der Siegelgeode verbringen. Warum war es so wichtig, Irai einzusperren? Irai ist an ihre Tafel gebunden. Solange sie in der Siegelgeode ist, können wir sie als eine Art Fürleine nutzen, um aus Kalthafen zu entkommen. Wenn ich sie vor vielen Jahren nicht so übereilt vernichtet hätte, wären meine Gefährten noch am Leben. Kommt, wir sollten Kulanwe holen. Was heißt übereilt vernichten? Kommt die dann immer wieder zurück, oder wie? Wo können wir Kulanwe finden? Tief unten in diesen Ruinen ist das Loch, das ihre Qual in das Gefüge der Welt reißt. Doch schon ab unserem ersten Schritt werden Molag Bals Diener unsere Anwesenheit wahrscheinlich spüren. Ich hätte es schon vor langer Zeit selbst einmal versucht, wenn ich denn nur irgendeinen Ort gehabt hätte, an den ich hätte fliehen können. Wie können wir das Portal schließen? Wir müssen Kulanwe finden und sie von der grausamen Apparatur befreien, die ihr solche Schmerzen bereitet. Dadurch sollte ihr Leid beendet werden. Sobald sie nicht mehr schreit, sollte sich der Riss zwischen Kalthafen und Leloria schließen. Das hoffe ich zumindest. Los geht's. Ich habe keine Daedra in diese Bibliothek gelassen, doch die Kammern dahinter sind das Zuhause verschiedenster dieser Kreaturen. Am besten geht man ihnen wahrscheinlich aus dem Weg. Ja, ist manchmal besser. Nun gut. Geradeaus und dann... in dieser Kammer noch geradeaus. Sehe jetzt hier auch nichts. Ich gucke so ein bisschen nebenbei, ob ich irgendwelche Bücher sehe, aber... Nee, das sind nur Blumen. Da müssen wir durch. Beachtet mich einfach nicht. Ich weiß, dass ich Feuerelement bin vom Sternzeichen her, aber... Hallo. Könnt ihr mir helfen? Ich komme hier nicht durch. Erreicht das Portal, habe ich schon. Funke, du brennst. Könnt ihr ihr Leid, ihre Qual spüren?
Ich kann meine Verzweiflung spüren, weil ich hier nicht durchkomme. Tausend Jahre lang bahnte sich ihr Schmerz einen Weg durch die Leere. Immer auf der Suche nach ihren letzten Erinnerungen an ein Leben ohne Leid. Das hat jetzt ein Ende. Ah. Schade, war nichts Gutes drin. Was soll ich machen? Zerschlag die Seelengefängnisse. Meint ihr damit das hier? Habe ich dir geholfen? Moment. Nee, das hier. Oder? Lauf doch nicht weg. Machen wir. Schnell, hol Skulande vom Altar herunter. Was ist denn da? Ich muss mich mal weiter wegstellen hier. Ich sehe überhaupt nichts. Also entweder kommt ihr jetzt hier hoch oder ihr hört auf, mich hier so zu triggern, weil ich muss ja was machen, Leute. Okay, sie kommen hoch. Ich bin ja nur so ein Diener hier. Hallo. Danke. Gern geschehen. Und jetzt? Achso. Wir haben es geschafft. Wir haben Kulanwe von ihrer Qual befreit. Das Warten hat sich gelohnt. Wenn das Portal geschlossen ist, wie kommen wir dann zurück? Irai hat uns beide durch das magische Siegel gebracht. Da ist es nur passend, dass sie uns auch wieder zurückbringt. Ich kann die Siegelgeode verwenden, um ihre Seele zurückzuverfolgen. Und dann ist es ein leichtes, ein Portal zu öffnen. Seid ihr soweit? Das bin ich. Dann macht euch bereit. Es ist niemals leicht, Kalthafen zu verlassen. Och, na ja. Da ich nicht gerne hier bin. Für mich ist es sehr leicht. Es fühlt sich gut an, wieder unter freiem Himmel zu stehen, die Brise auf meiner Haut zu spüren. Und ich hätte es ohne euch nicht hierher geschafft. Mein Heim steht euch immer offen. Wie lange wart ihr in Leloria gefangen? 88 Jahre, 3 Monate und 11 Tage und 13 Stunden und 7 Minuten. Da ist aber jemand präzise. Das ist eine sehr exakte Zeitangabe. Na schön, das war pure Angeberei. Aha. Ich habe einen einfachen Zauber zur Zeitmessung verwendet. Das war das Erste, was ich tat, als ich bemerkte, dass ich gefangen bin. Er ist nicht allzu genau. Bei den Minuten musste ich raten. Was werdet ihr jetzt tun? Zum Beispiel meinen Turm von Dedra befreien. Meinen Gefährten, die nicht wiederkehrten, ein Denkmal setzen. Mir einen Überblick über mein Hab und Gut verschaffen. Danach werde ich herausfinden, was in dieser Welt alles geschehen ist, seit ich sie verlassen hatte. Ich habe einiges aufzuholen. Eure Gefährten? Meine Tür stand vielen offen, die ich auf meinen Reisen traf. Einem jungen rotwardonischen Schwertkämpfer, einem vernarbten, waldelfischen Jäger, einem ausgestoßenen Psychic. Ich kann noch immer ihre Stimmen hören. Doch das war vor beinahe 90 Jahren. Die, die nicht von den Dedra getötet wurden, müssen inzwischen geflohen sein. Naja, von 90 Jahren behaupte ich mal, dass die nicht mehr leben, weil das sind ja dann Rotwardonen, die leben ja auch nicht ewig und so, ne? Werdet ihr in eurem Turm bleiben? Zumindest eine Weile. Obwohl ich davon ausgehe, dass meine Aufmerksamkeit rasch anderen Orten gelten wird. In Kalthafen war alles ein wenig anders. Die Luft war einen Deut zu schwer und die Feuer zu grell. Ihr sprecht, als wärt ihr schon einmal dort gewesen. Molagbals kleine Ecke im Reich des Vergessens birgt viele Geheimnisse. Ich habe vor Lebzeiten schon einige davon aus seinen Hallen gestohlen. Wusstet ihr, dass ich es nur tat, um einem Jungen zu imponieren? Was für eine Närrin ich doch war. Welcher Junge war es wert, nach Kalthafen zu reisen? Telakar,
Ein mächtiger Magier. Brillant und stets auf seine Arbeit konzentriert. Kaum ein Augenschmaus. Aber derlei Dinge haben mich nie interessiert. Es brauchte meine kleine Eskapade in Kalthafen, um ihn davon zu überzeugen, dass es außerhalb seiner Bücher abenteuerlustige Frauen gibt. Aber das ist lange her. Echt? Das war eine Quest, die wir gemacht haben? Dann wart ihr also im Beinhaus von Telakar? Also das ist, soweit ich mich erinnere, die Quest mit dem Jungen, der, also mit dem Sohn, der quasi zum Dämonengeist, sage ich jetzt mal, geworden ist und den wir dann am Ende befreit haben. Das war ich. Warum fragt ihr? Ich habe euer Tagebuch gefunden. Dann wisst ihr, welche Geschichte es erzählt. Ja, ja. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Ich bin dem Geist eures Sohnes begegnet. Ich hatte gehofft, dieses jämmerliche Ding würde dahin schwinden. Es war nur ein fahler Schatten meines Sohns und mehr nicht. Kalion starb schon vor so langer Zeit. Doch mein Mann konnte ihn einfach nicht in Frieden ruhen lassen. Ihr seid meinem Mann noch nicht begegnet, oder? Ups. Ich habe den Geist von Kalion von Telakar befreit. Das ergibt keinen Sinn. Ein belebter Schatten hätte keinen Wunsch zur Flucht verspürt. Das würde auf einen echten Verstand hindeuten. Sagt mir eines, warum wollte er entkommen? Er hatte Angst, dass Telakar erwachen könnte. Ein Verstand, Ängste, ein Selbsterhaltungstrieb. Nein, was habe ich nur getan? Ihr seid dem wahren Geist von Kalion begegnet. Ich verschmähte ihn als Spottbild der Erinnerung an meinen Sohn. Vergebt mir. Ich werde diese Angelegenheit in Ordnung bringen, doch im Augenblick möchte ich nicht darüber sprechen. Alles gut. Ich kann dir genau sagen, wo der Geist war. Ich weiß aber nicht, wo er hin ist. Weil ich habe ihn ja freigelassen. Ja, kehrt zu Azuras Schrein zurück. Ja. Natürlich müssen die mich dann angreifen. Na, wollt ihr was auf die Fresse? Komm her. Wow. Nö, der hat keine Lust mehr. Okay, gut. Eine ruhige Stille liegt über dem Schrein. Aber ihr spürt eine gewisse Aufregung. Den Kulanvis Gebeine vor Azuras Schrein ablegen. Kulanve, geliebt von den Wilden. Meine Priesterin kehrt endlich aus den Klauen von Kalthafen zurück. Vastaria ist auch hier. Das sah ich. Eine Sterbliche hat vollbracht, was die ewigen Toten nicht vermochten. Gibt es sonst noch etwas, was ich tun könnte? Viel, wenn es an der Zeit dafür ist. Ihr habt einem dädrischen Fürsten Demut gelehrt, Sterbliche. Geht vorsichtigen Schrittes, denn er wird versuchen, Rache zu üben. Nun zieht hin mit meinem Segen. Wenn ich euch wieder brauche, dann werdet ihr es erfahren. Ja, und wir erhalten einen erfüllten Heilstab vom Set Syrabans Griff. Das ist doch alles noch gut ausgegangen und es hörte sich auch wirklich so an, als ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte in der Quest mit dem Sohn, der halt zum Geist geworden ist. Ich denke mal, aber das ist jetzt wirklich nur meine eigene Vermutung, dass er deswegen nicht nach dem Sohn aussah, weil er ja schon in diesen Fleischkoloss da rein gezwungen wurde von dem Vater. Und ich vermute mal, dass sich das dann irgendwie miteinander verbunden hat und dass er deswegen so eine komische optische Form dann letztendlich bekommen hat. Weil ich gehe nicht davon aus, dass der Sohn so ausgesehen hat. Ja, haben wir doch alles irgendwie zum guten Ende geführt. Ich finde es auch immer wieder toll, wie die Quests teilweise miteinander verbunden sind und wie man bei anderen Quests dann wieder Verbindungen findet, was man getan hat und vielleicht auch ein bisschen die Antwort darauf, ob man jetzt das Richtige getan hat oder nicht. Und ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt frohen Mutes, dass wir da das Richtige getan haben bei der einen Quest. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge
woanders wieder. Wir werden es dann sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.